Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Schoki Banoki Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier im Studio ist der Gonzales von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint und ich bin der Sagi. Sag mal hallo. Hallihallo. Hallihallo ist auch schön. Ja, genau. Heute haben wir den 24. August und am 24. August hat auch jemand Geburtstag? Ja, das und? Stimmt. Den kennen vielleicht nicht viele, aber er hat was Großes geschafft. Was hat er denn? Und zwar hat der gute Duke Kahanamoku Geburtstag. Duke Kahanamoku. Genau, so heißt der gute Mann. Und der hat in den... Surfer. Guck ihn dir an. Das ist ja was der Mann. Ist das ein Surfer oder was ist er? Ja, genau. Der hat das Surfen wieder populär gemacht im 20. Jahrhundert. Echt? Ja. Wo kommt der her? Aus Hawaii. Ach so, das ist Hawaiianer. Das ist ein Hawaiianer. Und das ist ein hawaiianischer Surfer, oder was? Genau, der war dreifacher Olympiasieger mit Schwimmen 1912 bis 1920. Aha, Schwimmer! Auch noch, der kann alles. Alles, was mit Wasser zu tun hat, das ist sein Milieu. Also ich sag mal, in Hawaii hat er einen nach dem anderen weggehauen. Wahrscheinlich. Und dann hat er sich irgendwann überlegt, oh, mit dem Schwimmen, das immer hier lahme Arme und so, dann nehme ich lieber ein Brett, der geht schneller. Lahme Arme. Lahme. Hört sich komisch an. Am 24. August 2006 ist Folgendes passiert. Das ist ja schon fast gestern gewesen. Sagt dir Pluto was? Ja. Oh, ja, das ist ein trauriger Moment. Ja. Pluto wurde der Planetenstatus aberkannt. Ja, finde ich schade. Aberkannt, ja. Also seit diesem Tag, also die Internationale Astronomische Union hat gesagt, Pluto hat nicht genug Masse und deswegen ist es jetzt kein Planet mehr, sondern, was ist jetzt eigentlich nur noch? Ich glaube sowas wie ein Mond, kann das sein? Irgendwie so ein... Ist natürlich belastend, weil sein Mond ja fast genauso groß wie er selber ist. Was ist er denn eigentlich? Eine Kugel, der kugelt da so rum. Ja, also auf jeden Fall gibt es nur noch, seit diesem Tag, seit 2006, den 24. August, gibt es nur 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Das kann man diesen Merksatz gar nicht mehr machen, das ist blöd. Kennst du das? Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere 9 Planeten. Dann sag mal. Merkur, Venus, Erde, Mars. Ja. Mein Vater erklärt mir Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto. Neptun. Ja, sag ich doch. Neue Planeten. Stimmt, die neuen Planeten. Ja. Also Neptun hast du vergessen, deswegen durchgefallen. Ja, Neptun mag keiner. Ja, 2 minus. Wenigstens. Niemand mag Neptun. Aber krass, ich hätte es nicht gewusst. Ich kannte diesen. Wie heißt der nochmal der Satz? Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere 9 Planeten. Krass. Geht jetzt ja nicht mehr. Ja, jetzt sagst du halt Unsere neun. Macht zwar keinen Sinn, weil es nur noch 8 sind, aber ist egal. Schade. Ja. Aber am 24. August war noch was? Was Feines. Und zwar in den USA erschien Windows 95 von Microsoft. Hat sie gehabt? Ja, ich hatte wirklich noch einen PC mit Windows 95. Ja, ich auch. Ja, aber bei mir ist ja, ich als junger Hüpfer... Ist wie ja als junger Hüpfer? Ne? Was soll das denn? Damals noch ein PC mit 64 Megahertz, so, der ist gerannt. Der ist gerannt. So. 64 Megahertz? 64 Megahertz, aber Korn hat eine Turbo-Taste. Turbo-Taste konntest du auf 88 hochpimpen. Aber nur, wenn du auf Turbo gedrückt hast. Kennst du C64? Ja, hatte ich auch noch. Siehst du. Und einen Amiga hatte ich auch noch. Amiga 500 oder Amiga 1000? Ich glaube den 1000 noch. So. Ach komm. Kennst du noch einen C16? Nee, da bin ich raus. Nee. Kennst du Atari 2600? Habe ich schon mal von gehört, aber... Hast du schon mal von gehört? Ich hab den noch besessen! Ich besitze den heute noch, der ist irgendwo auf dem Speicher, der Atari 2600 mit diesen Kassetten oder so rein. Ja, Grafik, totale Space Invaders. Kauf ich dir ab, kein Problem. Wie viel? Das handeln wir später. Das kostet richtig Geld, Alter. Das ist richtig, aber richtig Geld. Also das kriegst du unter 20 Euro, kriegst das Ding nicht. Unter 20? Ja. Ich hab nur 20 mit. Und am 24. August... 1972 ist der Film Der Pate erschienen. Oh! Kennst du? Meine Frau liebt den Film. Und du? Ich habe ihn nie gesehen. Ja, super! Ja, gut, das ist ein alter Film. Ja. Ich mag so die neueren Filme. Was ist denn dein Lieblingsfilm so? Interstellar. Was ist das denn? Na, guck mal, da geht ja schon los. Interstellar? Ja, Interstellar. Mit? Mit Matthew McConaughey. Oder wie der gute Mann heißt. Kennst du es nicht? Hans Zimmer hat die Musik gemacht. Ja, Hans Zimmer kenne ich. Ja, guck mal, da geht das schon, das ist doch schon mal etwas. Aber der Christopher Nolan hat Regie geführt. Interstellar. Müssen wir mal jetzt hier gucken, was Interstellar ist. Okay. Die Interstellar kennen, schreiben das mal bitte in die Kommentare. Der Pate ist herausgekommen am 24. August
viel besser, der Pate. Das ist ein Film über die Familie. Der hat dir ein Angebot gemacht, das du nicht ablehnen kannst. So, das ist der Spruch vom Paten. Hast keine Ahnung von dem ganzen Käse, gell? Weil du Interstellar guckst mit Matthew McDings, den du nicht mal aussprechen kannst. Kann ich mich aufregen gerade. Merkst du, oder? Ja. Das war der 24. August. Mal wieder runterkommen hier. Geht wieder auf den Kanal von Gonzales und Clint. Genau. Gonzales und Clint, die YouTuber. Let's Play machen sie, ne? Hier so. Aber so richtig. Zicki-zacki. Entertainment pur, Freunde. Guckt euch das an. Und wir sehen uns morgen wieder. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.